Dort nehmen wir Sie auch mit auf die Reise, und zwar an die Mosel. Gerade jetzt im Herbst lohnt sich ein Trip in das Tal bei Ediger-Ehler ganz besonders. Denn abgesehen von der wunderschönen, in bunte Farben getauchte Landschaft, hat hier nun die Weinlese begonnen. Wer dabei mithilft, muss sich nicht nur mit den Trauben auskennen, sondern fast schon Bergsteigerqualitäten haben. Unsere Reporterin Angela Eppert ist zum Glück schwindelfrei. 378 Meter hoch, 75% Neigung. Der Kalmont an der Mosel ist der steilste Weinberg Europas. Die Weinlese hier ist mühsam. Außer dem Bähnchen gibt es keine Maschinen am Hang. Alles wird per Hand gemacht. Winzer Karl Schauf bewirtschaftet hier 3 Hektar, alles Riesling. 30% weniger Ertrag durch den heißen Sommer. Das freut ihn, denn je reduzierter die Trauben, desto gehaltvoller der Wein. Das ist für uns gerade gut, weil wir wollten ja keine Menge, wir wollen Qualität haben. Und dadurch ist das ja ideal dann. Über 50 Jahre alt sind die Rebstöcke hier. Jeder Stock am eigenen Pfahl, so macht man das an der Mosel. Noch eine Besonderheit, der Schieferboden. Der speichert die Sonnenwärme und zeigt sich sogar im Geschmack. Der Schiefer kann man rausschmecken. Ne? Also die Würze von dem Schiefer, das ist hier für die Mosel das Maßgebende. Eine Woche dauert die Weinlese am steilsten Hang Europas noch. Dann geht die Arbeit im Keller weiter. Winzer wissen, man sollte den Jahrgang nicht loben, bevor man ihn im Glas hat. Aber die Trauben, die gerade geerntet wurden und noch werden, sind äußerst vielversprechend. Auch an der Mosel. Die Winzer sollten allerdings nicht nur gute Weinkenner, sondern auch Kletterexperten sein. Denn am Kalmont, dem steilsten Weinberg Europas, ist die Lese harte körperliche Arbeit. Unsere Reporterin Angela Eppert ist zum Glück schwindelfrei und belohnt wurde ihre Kraxelei mit einem fantastischen Blick. Gerade jetzt im Herbst hat das Moseltal in der Nähe von Ediger-Eller jede Menge zu bieten. Weinberge und Mosel, eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Und im Herbst riecht es hier überall nach frischem Wein. Auf zur Weinlese am Kalmont. 75% Hangneigung. Ich bin echt gespannt. Oh, bleib hier. Mit dem Weinbergsbähnchen geht's rauf in die Steillage von Winzer Schauf. Riesling lesen. Ich komme mir vor wie eine Bergziege. Ja. Mitarbeiten im Weinberg. Für viele Moselurlauber ein besonderes Erlebnis und in der Steillage ein mühseliges Geschäft. Hier steht man auch besser gegen den Hang, ne? Sonst geht's abwärts. Ja. Der Sommer war heiß und trocken, die Traubenmenge hat gelitten. Die Qualität ist aber vielversprechend. Karl Schauf hat die Weinberge schon vom Vater übernommen. Wie alt sind die Stöcke jetzt hier? Die sind so 50 Jahre alt. 50 Jahre? Ja. Und gründeln, wie tief? Wie tief gehen die Wurzeln? 3 Meter, 3, 4 Meter. 3 Meter gehen die Wurzeln? Ja. Und wo wir schon mal hier oben sind, wandern auf dem Klettersteig bei Eller. Helma Schauf führt ihre Gäste gerne über diesen sehr spannenden Wanderweg oberhalb der Steillagenweinberge. Die Kalmont-Region hat ein ganz besonderes Klima, nicht nur für den Wein. Es ist ein mediterranes Klima, sonst würden die Feigen nicht hier wachsen, die Pfirsiche nicht hier wachsen. Wir haben Olivenbäume, also wir sind irgendwo Gott begnadet. Gute 7 Kilometer schlängelt sich der Klettersteig entlang des Kalmonts, dabei einige Stellen sogar mit Leitern. 700 Höhenmeter haben wir geschafft. Da kommt so eine leckere Vespa am Ende gerade recht. Die Gäste begeistert. Ich hatte Angst dafür, aber ich habe es geschafft. Und die Blicke auf die Mosel und auf die Landschaft sind sehr toll.